jetzt kommt noch einer im Tespe, Landkreis Harburg. Und das alles am 3. März 2013. Die sogenannte Elbuferstraße. Heute bin ich eigentlich bloß nach Niedersachsen gefahren, weil der Wetterbericht die Sonne angesagt hat. Und ich sehe da noch nichts von der Sonne. Was haben wir denn da hinten? Ach so, das ist ein Atomkraftwerk auf der anderen Seite. Tespe und Tesperhude ist auf der anderen Seite, ja. Da war ich schon mal. Die kriegen natürlich hier den ganzen Wind von. Wenn sie Nordwestwind haben, kriegen sie alles ab hier. Vielleicht doch nicht so ein schöner Ort. Tespe zum Boden. Aber der Deich, der schützt ja. Denke ich mal. Thank you.